Ich bin Gerald Malaschenko, 1953 in Thüringen geboren. Bin durch die Armeezeit an die Küste gekommen und bin seitdem auch auf der Insel Rügen geblieben. Ich habe also als junger Bursche Bus gefahren, damals noch den Icarus 66. Und nach 2 Jahren habe ich dann im Schwerlastverkehr angefangen, international zu fahren. Wir haben mal gutes Geld verdient, sind überall hingekommen. Wir haben damals auch Österreich, Schweiz und die BRD, später auch Holland, Belgien und dann Schweden, Norwegen. Und das wurde alles bedient. Ich habe ja damals den Hängerzug gehabt. Und dann haben wir zum Beispiel Stoffe von Greifswald und Stralsund bis nach Jugoslawien gebracht. Und da wurden dann Blousons genäht daraus und die hat man wieder zurückgebracht in die DDR. Und dann stand ja drauf immer Made in Jugoslavia. Wenn sich jemand erinnert, Regenjacken oder irgendwie sowas. Denn Jugoslawien hat sehr viel für uns genäht. Und da hat man auch manchmal schöne Erlebnisse gehabt in Jugoslawien. Zum Beispiel habe ich damals original einen Bären gesehen an der Straße auf dem Parkplatz. Da wollten wir stehen bleiben, wir wollten da schlafen. Dann haben wir gedacht, wir fahren doch lieber noch ein bisschen weiter, nicht, dass der Bär abends noch kommt.